Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen auf Velos TV. Ich begrüße euch recht herzlich zu unserem zweiten Video Blitzkunde Panzerguide. Ja, ich weiß, der Titel ist immer noch ausbaufähig, aber mir ist bis jetzt noch nichts Besseres eingefallen. Im heutigen Video werden wir uns den japanischen Stufe 7 Medium Shiri anschauen mit der schönen Autoloader-Kanone, den ihr jetzt im Hintergrund schon so ein bisschen seht, und ich werde euch wie immer die wichtigsten Dinge über diesen Panzer mitteilen. Das Video ist hierbei natürlich wieder genauso aufgebaut wie beim letzten Mal. Wir werden uns zunächst den Tech Tree anschauen, schauen, was es da so für Besonderheiten gibt, welche Module man freispielen sollte, wie viel Erfahrung benötigt wird und so weiter und so fort. Danach werden wir uns den Panzer mit anderen Panzern auf der gleichen Stufe vergleichen. Ebenfalls so wie beim letzten Video. Direkt im Anschluss dann die Vorstellung, was für Zubehör und anderen Kram ihr in den Panzer einbauen solltet, um das Ganze abzurunden mit ein oder zwei Replays. Ich muss mal schauen, was ich da so finde, in denen ihr ein bisschen was von der Spielweise des Shiris mitbekommen solltet. Ich gebe auch dieses Mal den gleichen Hinweis wie schon im letzten Video. Ich bin noch ein WOTB-Anfänger. Ich bin zwar ein recht erfahrener Spieler in WOT, aber habe erst anderthalb Monate Spielerfahrung in WOTB auf dem Buckel. Knapp 2000 Games mittlerweile. Dementsprechend stecke ich noch im Noob Matchmaker und der ein oder andere Tipp ist vielleicht nicht so 100%ig für erfahrene Spieler umsetzbar. Nichtsdestotrotz denke ich mal, dass ich so im Großen und Ganzen die Stärken und Schwächen dieses Panzers herauskristallisieren werde. Und ich hoffe, ihr könnt auf jeden Fall was damit anfangen. Bevor wir aber mit dem Video anfangen, mit dem eigentlichen Video, noch der kleine Hinweis. Wir sind nicht nur auf YouTube unterwegs, sondern auch auf Twitch. Da könnt ihr uns gerne mal zuschauen, wenn ihr Bock habt. Auch dort heißen wir Hilos TV. Und anders als beim letzten Video, da habe ich nicht drauf hingewiesen, würde ich mich natürlich auch sehr darüber freuen, wenn ihr mir Comments hinterlasst. Lob, Kritik, was auch immer, was ihr loswerden wollt zu den Videos. Verbesserungsvorschläge natürlich. Ich würde mich über alle Kommentare freuen. Nun aber viel Spaß beim Video. Wir befinden uns derweil im japanischen Tech Tree, wo ihr schon mal sehen könnt, was ich bisher so freigespielt habe. Zu den Vorgängern werde ich nicht so viel sagen. Chihe, Shinu, Chito, alle drei brauchbar, können auch durchaus Spaß machen. Das erste Sahnestück der Reihe ist aber in meinen Augen der Shiri. Mir wurde letztens noch gesagt, der Panzer soll total schlecht sein. Hat vor kurzem einen Buff gehabt, ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber mittlerweile ist er auf jeden Fall ein saugeiler Panzer, der mir unglaublich viel Spaß macht. Die Linie geht bis zum STB-1, ich denke mal STA-1 und Typ 61 werden so lala sein, zumindest wird sehr viel Schlechtes darüber berichtet. Nichtsdestotrotz hätte ich ganz gerne als ersten 10er Medium den STB-1 in der Garage. Wenn wir uns den Shiri jetzt selber anschauen, dann kann ich euch direkt sagen, dass ihr für die Mobilität, also den Motor und die Ketten, ca. 20.000 EP braucht. Für die gesamte Bewaffnung, also beide Guns und den größeren Turm, knappe 22.000 EP. Dann nochmal 111.000 EP für den STA-1, also den 8er Panzer, macht summa summarum knappe 150.000 EP, was schon eine ordentliche Hausnummer ist. Wir gehen wieder zur Waffe, denn über die Mobilität brauchen wir nicht ganz so viel verlieren. Die Mobilität ist einfach grottenschlecht und ich würde euch definitiv empfehlen, erst auf die Waffen zu gehen. Denn sowohl im Stockzustand als auch im voll ausgebauten Zustand ist der Shiri auf jeden Fall ein absolut lahmer Vogel, der nicht so wirklich den Hering vom Teller zieht. Dementsprechend Bewaffnung auf jeden Fall go. Ihr habt eine Gun mit 160 Alpha und 155 Pen, die auf T7 durchaus ausreicht. Ihr solltet euch jetzt vielleicht nicht unbedingt frontal mit einem 8er Heavy anlegen, aber im Großen und Ganzen kommt ihr recht zuverlässig durch. Die 160 Alpha klingen jetzt erstmal ein bisschen wenig, ihr müsst aber, oder ihr dürft nicht vergessen, es ist ein Autoloader mit einem absolut phänomenalen Intra-Clip-Reload. Das heißt, ihr schießt die Kugel, habt eine Sekunde später die zweite Kugel, nochmal eine Sekunde später die dritte Kugel. 160 Alpha mal 3 heißt, in 2 Sekunden rotzt ihr mal eben ganz entspannte 480 Damage raus. Damit klippt ihr auch wirklich alles weg und ihr könnt auch traden, wie ihr lustig seid, weil ihr eigentlich immer die stärkere Bewaffnung habt, selbst gegen 8er. Es ist echt Wahnsinn. Auch eine sehr gute DPM, wenn auch weniger als der Comet, den ich beim letzten Mal vorgestellt habe. Die Zielerfassungszeit ist mit 3,5 Sekunden theoretisch relativ hoch, fühlt sich aber deutlich besser an. Ich finde, der Panzer hat ein richtig geiles Aiming und es ist auch durchaus möglich, auf Long Range die Schüsse sehr, sehr schnell hintereinander zu ballern, ohne jetzt über Gebühr nachzuaimen. Also das funktioniert tatsächlich relativ gut. Wie gesagt, Pen-Werte sind in Ordnung, kann man jetzt nicht viel sagen. Die Gun ist auf jeden Fall ein absolutes Sahnestück. Ich habe den Panzer am Anfang erst ein bisschen Stock gespielt, bin aber dann doch relativ schnell zu dem Nenner gekommen, dass ich da ein bisschen Free EP investiere, weil der mit der Stock-Gun und der Stock-Mobilität dann doch relativ wenig Spaß macht. Voll ausgebaut, absolute Wucht in Tüten. Wir sind dabei beim Panzervergleich angekommen. Ich habe wieder drei Panzer rausgesucht, mit denen ihr es regelmäßig zu tun bekommen werdet. T43, Comet und den Panzer 1, wobei der Comet ja letztes Mal der Panzer war, den ich vorgestellt habe. Und T43 und Panzer 1 waren schon damals seine Konkurrenten.
Ein bisschen verstellt also. Unter dem Reiter Feuerkraft sehen wir zunächst die DPM. Die ist tatsächlich noch sehr akzeptabel dafür, dass es ein Autoloader ist. Ich hatte da eigentlich auch mit deutlich weniger gerechnet. Ich war gerade selber etwas überrascht, dass er bei 2650 DPM ist. Der Comet ist dann natürlich Klassenprimus. Klar, habe ich beim letzten Mal schon gesagt, unglaubliche DPM. Da wird wahrscheinlich auch so weit auf T7 nichts rankommen, ohne dass ich das jetzt nachgeschaut habe. Nichtsdestotrotz 2650 DPM, sehr stabiler Wert. Durchschlagskraft 155 mm, habe ich gerade auch schon was zu gesagt. Werdet ihr eigentlich keine großen Probleme bekommen, seitlichen Panzer zu penetrieren. Ihr solltet euch, wie gesagt, nicht unbedingt frontal mit einer IS-3 oder einem Tiger 2 anlegen. Aber wenn ihr das beherzigt, dann sollte das eigentlich ganz gut funktionieren. 160 Alpha ist jetzt nicht die größte Macht auf dem Planeten, ähnlich wie der Comet, aber durch den Autoloader halt die Möglichkeit, wirklich 480 Damage in 2 Sekunden einfach rauszubursten. Sehr geil, vor allen Dingen beim Trade, wenn ihr jetzt, ich sag mal, gegen den T43 kämpft, der euch vielleicht theoretisch überlegen ist. Ihr fangt euch eine Schelle, 200 Damage, tut natürlich ein bisschen weh, aber dann knallt ihr halt einfach mal ganz entspannt 480 Damage raus und das ist dann natürlich schon mal eine ganz andere Hausnummer. Die Nachladezeit, beziehungsweise nicht Intraclip, sondern von Gesamtclip zu Gesamtclip ist mit 8,87 Sekunden jetzt auch nicht ganz so schlecht. Die kann man, glaube ich, auch noch ein bisschen drücken, wobei ich jetzt gerade sehe, bei mir in der Garage, mein Panzer ist voll ausgebaut auf 8,86 Sekunden, also das wird ungefähr passen. Und Kaliber 75, was bedeutet, dass ihr vielleicht nicht ganz so viel HE mitnehmen müsst, da ihr es meistens wahrscheinlich eh nicht benutzen könnt. Die Mündungsgeschwindigkeit ist mit 821 Metern pro Sekunde ganz okay. Ich würde aber trotzdem sagen, dass er da nachher noch mit dem Zubehör ein bisschen dran dreht. Kommen wir aber später noch zu. Als nächsten Reiter die Waffenhandhabung. Einzelzeit von 1,86 Sekunden, da ist er schon deutlich stärker als sogar der Comet. Das war ja auch so ein Stück weit das, was mich ein bisschen gestört hat am Comet, dass er doch ganz gerne mal daneben simmelt, wenn er nicht voll eingamed ist. Habe ich gerade auch schon gesagt, da ist der Shiri auf jeden Fall deutlich angenehmer. Der macht das schon richtig gut und ihr könnt die Schüsse wirklich sehr, sehr schnell hintereinander rausknallen. Streuung 0,319, auch absolut okay, da braucht man gar nicht großartig was zu sagen. T43 ist eigentlich nur als einziger deutlich schlechter, aber ihr seht schon, ihr seid ungefähr plus minus ein bisschen auf dem Level vom Panther. Das ist schon mal ganz okay. Neigungswinkel 10 Grad ist wieder die Wucht in Tüten, ähnlich wie beim Comet. Der hat noch ein bisschen mehr, aber 10 Grad reichen eigentlich für alle Situationen aus und diese 10 Grad könnt ihr teilweise richtig, richtig gut nutzen. Wir sind beim Reiter Beweglichkeit und das ist tatsächlich das größte Manko des Shiris. Er ist einfach ein saulahmer Pott, der nicht aus dem Quark kommt. Die Geschwindigkeit vor zurück ist eigentlich relativ stabil, da sieht man jetzt nicht so sehr das Problem. Das Problem ist ganz klar das Leistungsgewicht mit 14,61 PS pro Tonne. Das ist absolut unterirdisch und das merkt ihr in jeder Situation, ob ihr jetzt einen Hügel hochfahrt oder eventuell mal ein bisschen rückwärts fahren wollt oder. Dieser Panzer, der kommt echt überhaupt gar nicht in die Pötte. Das ist der helle Wahnsinn. Der hat halt auch nicht so besonders geile Bodenwiderstände und die Wanddrehgeschwindigkeit ist jetzt auch nicht gerade legendär, sodass ihr euch wirklich sehr, sehr, sehr weit im Voraus überlegen müsst, was ihr eigentlich vorhabt, bevor ihr startet, weil wenn ihr einmal erstmal in Fahrt gekommen seid, dann werdet ihr aus den Situationen nur sehr, sehr schlecht wieder rauskommen. Unter sonstiges Extras gibt es auch gar nicht so viel zu sagen. Ich gehe mal ein bisschen auf die Sichtweite ein. 269 Meter ist ein stabiler Wert. Ist jetzt aber auch kein großer Unterschied zum T43 oder zum Comet. Die eine hat ein bisschen weniger, der andere hat ein bisschen mehr. Letzten Endes Spielerei. 1250 SP ist eine gute Sache, ist eine gute Hausnummer. Merkt man auch, dass er ein gutes HP-Polster hat. Das kann man auch teilweise sehr gut einsetzen. Die Panzerung ist quasi nicht existent. Eigentlich an keiner Stelle. Also da großartig auf Bouncer zu hoffen, braucht ihr eigentlich nicht. Würde ich auch nicht. Die Spielweise ist definitiv eine andere. Da kommen wir aber gleich auch nochmal zu. Letzter Reiter, Blitzstats-Daten über die letzten 90 Tage. Siegesrate schlechter als bei den Vergleichspanzern, wundert mich tatsächlich ein bisschen. Nichtsdestotrotz, vom Gefühl her für mich bis jetzt der stärkste 7er Medium, den ich gefahren habe. Ich bin ja schon absolut begeistert gewesen vom Comet. Der Shiri mit den 480 Damage, die er da in sehr, sehr kurzer Zeit rausknallt, ist für mich aber nochmal eine ganz andere Hausnummer. Da kann man echt den einen oder anderen Gegner extrem mit überfordern. Mag aber auch sein, dass es mit dem Noob-Matchmaker zusammenhängt. Das kann ich nicht so genau sagen. Ich weiß nicht, wie er sich tatsächlich später fahren wird. Aktuell finde ich, ist er definitiv deutlich stärker als das, was die Stats da gerade hergeben. Wir sind wieder in der Garage gelandet, wo ich euch zeigen werde, was ich in den Shiri eingebaut habe. Wir fangen wieder mit dem Verbrauchsmaterial an. Es gibt auch hier wieder nicht so viel zu sagen. Auf der 1 habe ich hier ganz entspannt die Ersatzteilkiste. Auf der 2 das Vielzweckwiederherstellungspaket, wie eigentlich bei jedem Panzer. Ich wüsste jetzt auch ehrlich gesagt keine Ausnahme, wo ich es anders machen würde. Es gibt leider kein Adrenalin, dementsprechend hier die Motorleistungssteigerung. Ich habe es einfach zusätzlich mit dazu genommen, um vielleicht mal aus einer brenzligen Situation rauszukommen. Könnt ihr euch auch sparen.
Ich würde es gar nicht so oft ziehen, dann spart ihr euch die 3000 Credits und der Panzer wird auch nicht wirklich schneller dadurch. Kommen wir also direkt zum Proviant und da gibt es leider auch nicht so viel zu sagen, weil das meistens die gleichen Sachen sind. Ich habe den weißen Reis eingesetzt, Onigiri und das Schutzset auf dem letzten Slot. Einfach um das Besatzungskönnen noch ein bisschen zu pushen und die Crew ein bisschen zu beschützen. Weitestgehend sind das eigentlich meine Standard-Settings. Man kann mal ein bisschen davon abweichen, verbesserter Treibstoff oder so, wenn man sehr langsamen Panzer hat. Ich habe es beim Comet Guide auch schon angesagt, vielleicht im Löwen oder so. Bei einem Panzer wie dem Schiri, der zwar theoretisch sehr langsam ist, der aber auch von einem Schutzset massiv profitiert, würde ich dazu übergehen. Ihr könnt euch aber natürlich auch die Besatzungskönnen-Sachen einsparen und da ein bisschen Kohle sparen. Das sind immerhin 7000 Credits, die da pro Runde draufgehen. Wenn ihr den also nicht ganz so erfolgreich fahrt, lasst es vielleicht weg. Es wird den Kohl wahrscheinlich auch nicht mehr fett machen. Munition! Kommen wir zur Munition. HE habe ich eigentlich nur so an Bord, weil ich halt genug Munition habe, ähnlich wie beim Comet. Ich habe mich noch nie leer geschossen und ich glaube auch nicht, dass das überhaupt möglich ist. 60 Schuss AP, 30 Schuss panzerbrechende, also Premium-Munition AP. Eigentlich auch nicht wirklich notwendig. Nehmt sie mit, nehmt vielleicht 10, 15 Schuss mit, das reicht auch. Wie gesagt, ich habe es jetzt so zusammengesetzt, weil der Panzer einfach mehr als genug Schuss hat und niemals leer geschossen wird. Braucht man sich keine Gedanken machen. Wir kommen zum Zubehör. Das ist eigentlich auch der einzige Reiter, wo man wirklich ein bisschen was zu sagen kann, weil man da doch von Panzer zu Panzer teilweise etwas stärker variiert. Im Reiter Kampfkraft habe ich mich zunächst für die verbesserte Lüftung entschieden. Es gibt natürlich keinen Ansetzer bei einem Autoloader, deswegen verbesserte Lüftung ist in meinen Augen einfach deutlich stärker als die Steigerung der Penetration. Das Problem ist einfach, 155 mm ist durchaus ausreichend und das bisschen mehr, diese 5%, die bringen halt auch nichts, wenn man dann halt gegen den IS-3 kämpft. Euer Job ist das Flankieren. Wenn ihr in die Seiten kommt, reichen 155 mm völlig aus, dementsprechend lieber verbesserte Lüftung reinbauen. Tier 2 genau das gleiche, verbesserter Waffenrichtantrieb ist mit Sicherheit eine coole Sache. Ich denke aber tatsächlich, dass auch hier Überladung ähnlich wie beim Comet mehr Sinn ergibt. Die Kugeln fliegen einfach nicht so schnell und die 30%, die merkt ihr dann doch deutlich, zumal ihr sehr häufig mit dem Schiri auch auf Long Range snipen werdet und da sind die 30% einfach in meinen Augen ein Must-Have. Tier 3, vertikaler Stabilisator. Ihr werdet viel aus der Bewegung machen. Ihr kommt zwar auch gerne mal zum Stehen, wie gesagt, mit dem Snipen und so weiter und so fort. Aber wenn ihr in der Bewegung seid, wollt ihr halt auch gerne treffen. Dementsprechend vertikaler Stabilisator. In meinen Augen ebenfalls gesetzt als Slot. Präzisionsgeschütz finde ich in dem Fall einfach nicht so stark. Wir sind bei der Vitalität angekommen. Tier 1 habe ich mich für das Verteidigungssystem entschieden. Ist eigentlich bei mir auch mehr oder minder ein Standard. Verbesserte Module finde ich persönlich nicht so stark. Ihr werdet zwar mit Sicherheit auch das ein oder andere Mal gerammt, aber mein Gott, dafür extra ein Modul einzubauen. Geht auf Verteidigungssystem, bringt euch in dem Fall einfach mehr. Tier 2, ganz klar, die Entscheidung für verbesserte Montage. Mehr Panzer-SP bringt in dem Fall einfach deutlich mehr, weil der Panzer 0 Panzerung hat und 0 Panzerung zu steigern ist einfach sinnfrei. Stufe 3, die Werkzeugkiste plus 30% Modulreparaturgeschwindigkeit. Lieber auf alle Module als nur auf die Ketten. Die werden euch eh nicht so oft gezogen, also auch hier eine ganz klare Wahl für Stufe 3, die Werkzeugkiste. Wir sind bei der Spezialisierung Tier 1, in meinen Augen die verbesserte Optik, Must-Have. Das Problem des Panzers ist, dass er einen relativ schlechten Camo-Wert hat mit 21%. Selbst wenn du stehst, das ist jetzt nicht so überragend, dass man da noch großartig am Camo-Wert rumschrauben sollte. Dann lieber ein bisschen weiter gucken, vielleicht mal einen Spot machen und dadurch mehr Damage an den Mann bringen. Tier 2 Motorbeschleuniger ist in meinen Augen immer vorteilhaft gegenüber der verbesserten Steuerung, die halt nur Wann-Wende-Geschwindigkeit bringt. Hier hat man alles mit dabei, Wann-Wende-Geschwindigkeit, Motorleistung und so weiter und so fort, also das bessere Allround-Paket. Auf Tier 3, leider noch auf der falschen Seite, ich habe es noch falsch ausgewählt, hochwertiges Verbrauchsmaterial macht in diesem Fall keinen Sinn, weil damit ist einfach nur der Speedboost ein bisschen länger aktiv. Hier würde ich auf jeden Fall aufs Verbrauchsmaterial-Zuführungssystem gehen, damit ihr häufiger das Rap-Kit nutzen könnt und dadurch vielleicht das ein oder andere Mal mehr aus einer kritischen Situation herauskommt. Wir sind zurück bei den Replays, wie ihr seht, dieses Mal mit Facecam. Mir wurde gesagt, dass das vielleicht ganz gut kommen könnte. Könnt ihr mir gerne mal in die Comments schreiben, ob es euch besser so gefällt oder lieber ohne die Facecam. Also, keine Ahnung. Wir spielen auf der Map Wüstenstaub, Setup 4-8er, 3-7er pro Seite. Ich entscheide mich hier natürlich für die Wüste. 10 Grad Gun Depression und da braucht man nicht großartig überlegen, ob man jetzt zu BC fährt. In meinen Augen ist es klar, dass man hier in die Position reinfährt. Ist jetzt doch tatsächlich ein bisschen gefährlich. Ich habe halt nur 2 Mediums mit mir, das kann auch gerne mal in die Hose gehen. Hier nutzen wir jetzt direkt mal die 10 Grad. Der kleine Comet fährt leider nicht ganz vor, detrackt 2 Sekunden, 445 Damage.
Waren also zwei oder drei Low Rolls, leider nicht ganz so viel Schaden, aber trotzdem sehr, sehr impressive, was er da in kurzer Zeit rausgeknallt hat. Da ist der nächste Clip ready und ich drücke direkt die nächsten drei Schellen raus und wieder eine gute Portion Schaden. Ich glaube, da ist einer leider daneben gegangen, dooferweise. Gut, kann man halt nichts machen. Jetzt wird es ja natürlich ein bisschen tricky, vier Panzer jetzt vor uns. Der Comet spielt aber ein Stückchen mit. Mein Kollege ist da jetzt leider Fischfutter. Der wird da jetzt gerade ziemlich übel auseinandergeprügelt. Ich habe gerade den nächsten Clip angebracht mit 494 Damage. Also da seht ihr einfach mal das wahnsinnige Damage-Potenzial. Da ist der Comet raus. Der Pantera kriegt auch noch zwei Dellen mit. Wieder ein ganzer Clip raus. 8 Sekunden bzw. knappe 9 Sekunden reloaden und zack, seid ihr wieder am Start. Ihr seht hier jetzt wunderbar, ihr könnt hier die Gun Depression echt sehr, sehr gut nutzen. Einziges Problem, ihr habt halt keine Panzerung, damit muss man halt klarkommen. Wenn man damit aber erstmal klarkommt und sich daran gewöhnt hat, dann ist das wirklich sehr stark. Da geht der nächste Clip raus. Man kann auch sehr gut trainen, wie ihr das jetzt gerade gesehen habt. Ich hätte das auch ohne die Kelle kassieren zu müssen machen können, also wieder zurückfahren. Aber warum? Er macht 200 Damage an mir, ich mache 500 Damage an ihm. Das ist ein guter Trade, damit kann man leben. Und jetzt wieder mit der Gun Depression zusammen, schön auf den Panther 2. Er gibt mir nochmal eine 203. Und da ist er auch schon raus. Das war ein 8er. Na, man darf es nicht vergessen, es war ein 8er. Wenn ihr diese Momente nutzen könnt, dass der Gegner gerade nicht schießen kann, wenn er fertig geladen hat, und dann rausfahrt, wenn ihr fertig geladen seid, dann gewinnt ihr auch locker gegen den 8er Medium. Völlig ohne Probleme. Ich wusste, dass ich jetzt hier sterben werde. Ich dachte mir, komm, nimmst du den Damage mit. Der wird natürlich drei Schellen im Magazin haben. Ich mache mir da auch keine große Hoffnung, dass ich da irgendwas bounce oder so. Ich versuche hier noch ein bisschen hin und her zu fahren. Aber im Großen und Ganzen war es klar, dass ich es verlieren würde. Konnte noch zwei Schuss rausknallen. 3432 Damage verursacht. Ich denke, ihr habt hier noch schon relativ gut gesehen, worauf es so ein bisschen mit diesem Panzer ankommt. Nutzt die gute Gun Depression. Ihr habt ganz, 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 ganz schlechte Mobilität. Das heißt, wenn ihr einmal eine Position reinfahrt, dann werdet ihr diese Position in der Regel halten müssen. Ihr kommt eigentlich in den wenigsten Fällen wieder weg. Und dann kommt es echt nur darauf an, zu traden. Das heißt, fangt euch gerne mal einen Schuss. Ihr könnt euch auch gerne mal einen Schuss von was Dickerem fangen. Ist überhaupt gar kein Problem. Solange ihr die drei Schüsse anschließend safe anbringt, nehmt euch dann die Zeit, diese 2 Sekunden, die ihr da braucht, dass ihr wirklich vernünftig aimt. Wenn ihr dann die 480 Damage rauskommt, gewinnt ihr eigentlich jedes direkte Duell und sollte eigentlich kein Problem sein, die Spiele in eure Richtung zu entscheiden. Wir sind direkt beim zweiten Replay. Sturzbach, ähnliches Setup wie gerade, beziehungsweise eigentlich gleiches. 4 Achter, 3 Siebener auf jeder Seite. Ich entscheide mich, wie auch eigentlich meistens auf dieser Map mit Mediums zu A zu fahren. Ich finde das da etwas entspannter zu kämpfen. Es gibt da so ein paar Hügel, die man sehr gut nutzen kann. Gerade wenn man Gun Depression hat, die hat der Schiri. Und dementsprechend ist es dann halt schon sehr sinnvoll, in diese Richtung zu fahren. Tatsächlich ist hier auch sehr viel Support dabei. Umlenken tue ich eigentlich mittlerweile nur noch relativ selten. Meistens fahre ich durch, wenn jetzt ein oder zwei Leute mitfahren. Das ist jetzt hier schon eine Luxussituation mit 4 Leuten fahren mit Richtung A. Kann eigentlich nicht allzu viel passieren, außer der Lemming Train kommt uns in die Quere. Ihr seht jetzt schon die Beschleunigung von dem Ding bzw. die Geschwindigkeit. Der ist jetzt voll ausgebaut, ist echt absolut miserabel. Der zieht einfach kein Hering vom Teller, ich habe es gerade schon mal gesagt. Das ist halt wirklich das ganz, ganz große Manko des Panzers. Man muss aber auch klar dazu sagen, wäre dieser Panzer schneller, wäre er definitiv OP in meinen Augen. Das ist das riesige Problem. So, jetzt ist hier wieder, wir können den Clip anbringen. Schön seitlicher Turm vom Panther, nicht auf die Oberwanne, nicht auf die Unterwanne, keine Experimente. Das war das erste Mal 443 Damage. Der Panther weiß jetzt schon gerade gar nicht mehr, ob er Männlein oder Weiblein ist. Ich fange mir die eine Schelle, das ist mir völlig egal, 154 Damage. Gut, konnte jetzt natürlich nicht riechen, dass ich nicht den ganzen Schaden bekomme, sondern nur noch einen Schuss. Aber das weiß man halt vorher nie. In solchen Situationen übrigens immer dran denken, sofort wieder in den Reload zu gehen, nicht mit den 2 Schüssen weiterzufahren. Bei 8,8 Sekunden lohnt es sich einfach nicht, dann nur 2 Schüsse im Magazin zu haben. 485 Damage für den lieben Pantera. Der freut sich natürlich auch so richtig bewusstlos. Und ich kann ihm, glaube ich, noch den Killshot mitgeben. Zack, da ist er auch direkt raus. Jetzt behalte ich natürlich die 2 Kugeln drin, logischerweise, weil der Amix ist direkt der nächste Gegner. Da lohnt es sich nicht, direkt wieder in den Reload zu gehen. Hat auch nochmal 2 Schellen mitbekommen. Ist jetzt auch raus. Damit haben wir die A-Seite komplett erledigt. Der Defender bietet sich hier auch gerade nochmal an, 2, 3 Schellen von mir zu bekommen. Ein Schuss leider daneben gegangen. Auf diese Distanz, das war ja jetzt natürlich mit bis Long Range. Da merkt man dann schon das ein oder andere Mal, dass er halt nicht die geilste Gun auf diesem Planeten hat. Tut in meinen Augen aber nichts zur Sache. Die Gun ist unterm Strich insgesamt von allen Werten her echt absolutes Sahnestück und macht einfach mega Laune. Bin mal gespannt, wie ich mich jetzt hier entscheide. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was das für ein Replay ist. Ich habe es mir vorher natürlich nicht angeguckt. Ist ja auch ein bisschen langweilig. An dieser Stelle vielleicht nochmal die Werbung. Ihr könnt gerne in unseren Discord kommen und eure eigenen Replays
posten, damit ich die für meine Videos benutzen kann. Das würde mich sehr freuen. Vielleicht habt ihr da ja auch ein Interesse dran. Einfach in unseren Discord joinen oder einfach mal bei Twitch vorbeischauen. Dann werden wir das schon irgendwie hinbekommen. So, hier seht ihr jetzt gerade, die Unterwanne vom Tiger 1 ist tatsächlich schon ein bisschen zu stabil. Da ist ein Schuss irgendwo hingegangen, ich weiß es nicht. Ich hätte natürlich auch APCR ziehen können, beziehungsweise Premium-Munition, in dem Fall APCR ist es ja nicht. Und hätte ihm durch die Unterwanne schießen können, aber warum? Er hat mir den seitlichen Turm gezeigt und das reicht natürlich auch völlig aus. 443 Damage nochmal auf die Uhr bekommen. Der Tiger hat genug Gun Depression, kann mich theoretisch treffen. Ich denke aber in solchen Situationen, wie ich gerade eben schon sagte, ihr habt ein gutes HP-Polster, ihr habt eine gute Trader-Eigenschaft, ihr könnt euch gerne mal eine Schelle fangen. Es ist nicht so dramatisch und bietet halt unterm Strich mehr Damage. Ich hätte jetzt auch den Tiger 2 rausnehmen können, ich habe mich dazu entschieden, auf den Defender zu gehen. 519 Damage, da waren High Rolls mit dabei. Ihr seht es, was das für ein Wahnsinns-Damage-Potenzial ist. Das sind 2 Sekunden gewesen und einfach mal 520 Damage, das ist echt Wahnsinn. Und ich konnte nur noch den Tiger 2 schnappen. Das war das zweite Replay. Das bedeutet, wir sind auch schon am Ende der Replays. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen zeigen, was man mit dem Schiri machen sollte. Flankiert, nicht so direkt auf den Gegner zufahren. Auf gar keinen Fall mit den Heavys anlegen. Zumindest nicht, wenn sie eine Stufe über euch sind. Gerne auch mal gegen höherstufige trailen, wenn es ein Medium beispielsweise ist. Und ihr macht es intelligent, könnt ihr echt die 3 Schüsse rausknallen, während er nur einen rausbekommt. Wenn ihr dann wieder in Deckung kommt, nachladet und direkt das nächste Magazin rausknallt, seid ihr definitiv im Vorteil. Das war es eigentlich auch schon wieder weitestgehend. Ich habe euch, denke ich mal, ganz gut einen Einblick verschaffen können, was man mit dem Schiri so alles machen kann. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn, dann wäre es wirklich super, wenn ihr mir einen Kommentar da lassen würdet oder vielleicht einen Daumen hoch. Ich würde mich da mega drüber freuen. Wie schon am Anfang des Videos gesagt, wenn ihr Kritik, Lob oder irgendwas loswerden wollt, schreibt es mir unbedingt in die Comments. Ich würde die Videos natürlich auch gerne verbessern, wenn ihr sagt, okay, hey, der Punkt, den könnte man noch ein bisschen ausarbeiten oder hey, ne, irgendwas in der Richtung. Schreibt es mir in die Comments. Ich würde mich auch, wenn es nicht positiv gemeint ist, vielleicht darüber freuen, weil dann kann ich die Videos verbessern. Wenn es euch gefallen hat und ihr habt mal Lust, uns live zu sehen, Hilos TV, dann schaut gerne auf Twitch vorbei. Da streamen wir regelmäßig. Es würde mich freuen, wenn ich euch da begrüßen könnte. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht euch noch einen schönen Abend. Bis dann. Ciao.